herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das ist nun mein Weihnachtsvideo. Ich weiß, ihr hattet schon Weihnachten, aber heute ist sozusagen unser Weihnachten, denn hier in Amerika ist es ja am 25. Dezember und nicht am 24. Und wir waren gestern an eurem Weihnachten in Chicago, da habe ich euch einmal mitgenommen, sozusagen als Weihnachtsvideo, wie ich ja auch schon erwähnt habe. Und wir waren Eislaufen und ihr könnt so ein paar Eindrücke bekommen von Chicago zur Winterzeit. Auf jeden Fall werden noch viele weitere Chicago-Videos folgen, aber dies ist halt nur mal so der Anfang. Ich hoffe, euch gefällt's und ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber zu Weihnachten von meiner lieben Oma habe ich diese Softboxen gekriegt. Ah, und ich finde das so cool. Und dann noch frohe Weihnachten und danke für 500 Abonnenten. Los geht's! Heute ist der 24., also in Deutschland schon Weihnachten, aber in Amerika ist es ja so, dass Weihnachten erst am 25. ist. Trotzdem sind wir heute mal, weil es ja der Weihnachtstag ist, nach Deutschland, Chicago gefahren und hier sind ja zwei coole Eisbahnen und auf der einen sind wir heute und da nehme ich euch einfach mal mit. Thank you.
nicht, ob ihr es wisst, aber in Chicago ist nicht mehr eine Schlittschuhbahn, sondern zwei. Und die ganzen Wochen zuvor waren wir immer bei der anderen Schlittschuhbahn Schlittschuhlaufen. Denn diese Bahn ist exakt unter der Bean. Und ich weiß nicht, ob ihr die Bean kennt, aber ich kann ja mal ein kleines Foto von einblenden. Und das war immer so ein Traum, da hinzugehen und dann auch noch darunter Schlittschuh zu fahren. Ist einfach so krass. Und ich wollte halt auch schon immer mal in Chicago Schlittschuh laufen, weil das ist irgendwie das, was man so aus Serien kennt, wie Gossip Girl oder was auch immer. Und so jede 2 Stunden muss man dann mal die Fläche räumen, damit so eine Maschine kommen kann und das Eis neu machen. Und an dem Tag, wo wir da waren, wurden 2 Heiratsanträge gemacht und die haben wir noch schnell probiert zu filmen. Es war super krass, ich werde euch das jetzt einblenden und oh, so süß. Kein Video mehr kommen sollte.